Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 24. April 2018? Die Scheinbewegung, die Sonne, ist gerade in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet für die Stiergeborenen, sie haben die Bedürfnis nach Klarheit und Orientierung oder etwas deutlich erkennen, etwas sehen. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Hat auch eine Bedeutung für die Skorpiongeborenen, weil sie sind gerade dabei, die Fundament zu schaffen, ein fester Boden unter den Füßen. Mindestens mal diese Bedürfnis haben zurzeit die Skorpiongeborenen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und wir arbeiten mit Mondenergie. Die Mond beeinflusst unseren Alltag. Mond beeinflusst unseren Gefühlen. Mond beeinflusst unseren Träumen. Mond sorgt auch für kleineren Veränderungen. Also wir stehen im Mondeinfluss, weil das hat Kraft und nicht nur ganze Ozeanen bewegt sich, sondern wirkt auch unserem Leben. Und wenn wir im Einklang sind mit den Naturkräften, können wir die Mondenergie vorteilhaft nutzen. Natürlich beschreibt es nicht unsere westliche Astrologie richtet sich nach Sonnenkalender. Aber es gibt andere astrologische Richtungen, die berücksichtigen die Mondkalender und sie arbeiten mit Mondhäusern, mit dem Einfluss von Mondenergie. Dazu gehört die indische Astrologie, die chinesische, die tibetische und die arabische Astrologie. Also die Quelle habe ich für die indische Astrologie. Und wie wirkt die Mondkraft auf unserem heutigen Tag? Wir sollen heute nichts beginnen, nichts Neues starten, weil es werden Einflüsse kommen von außen, unerwartete Ereignisse und es geht sowieso in eine andere Richtung. Also alles, was wir vorhaben und planen, geht in andere Richtung. Und das können wir nicht sehen momentan, weil das kommt heute plötzlich unerwartet. Und wir können mit Neuigkeiten rechnen und natürlich bei vielen ändert sich oder verändert sich den ganzen Plan. Das heißt, der Mond wirkt auf unserem Alltag, auch für unseren heutigen Tag. Und die Botschaft ist heute, all das, was wir planen zurzeit, was wir Neues starten möchten, es ist nicht der richtige Augenblick, heute beginnen, weil es werden Veränderungen kommen und geht in andere Richtung. Abgesehen davon können wir auch damit rechnen, dass es Einflüsse von außen kommen und Überraschungen. Natürlich kann das auch was Positives bedeuten. Also heute ist wichtig, etwas empfangen und abwarten. Ein Rückzug, das ist sehr wichtig. Das ist die Energie, die heutigen Mondenergie, was unserem Alltag beeinflusst. Wenn wir bei Rückzug sind und Empfängnis, weil wir erfangen etwas, natürlich, das ist eine weibliche Kraft. Die weibliche Energie ist eher die empfängliche, die passivere und der männlichen Kraft ist die aktivere. Und für diese weibliche Energie passt sehr gut die Mondstein. Und wie können wir mit Mondstein arbeiten? Mondstein ist auch ein Heilstein und auch ein Schutzstein. Und besonders die weiblichen Energie wie Menstruation oder Schwangerschaft, da natürlich
lindert das Schmerz, aber dieser Mondstein wirkt auch auf unsere Intuition, wirkt auch beruhigend auf unsere Gefühlen, wirkt auch, dass wir etwas empfangen ohne Hindernisse. Natürlich hat auch eine beruhigende Wirkung und stärkt uns. Nicht nur bei Intuition, bei unseren Gefühlen hilft und Stärke gibt, sondern auch die Träume beeinflusst. Die Mondenergie hat einen Einfluss auf unsere Träume und der Mondstein steht in einer engen Verbindung mit Mondenergie. Das heißt, wenn wir ruhig schlafen möchten oder möchten, dass wir über Traumbilder etwas erfahren, das ist die Sprache der Seele, dann ist es gut, wenn wir unter dem Kissen Mondstein legen. Und wie können wir entladen und aufladen? Mit Hämatit können wir den Mondstein entladen und mit Mondenergie selbstverständlich aufladen. Das Beste ist ein Vollmond und da ist die stärkste Kraft. Aber das ist noch nicht so weit. Heute können wir die Mondenergie aber auch nutzen, weil die Mond bewegt sich gerade im Löwe. Das hat mit unserem Selbst etwas zu tun und übergeht dann im Tierkreiszeichen Jungfrau. Das heißt, diese Themen können wir gerade die Mondenergie nutzen, unserem Selbst zu stärken, etwas im Ausdruck zu bringen, das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein. Damit können wir aufladen, dieser Mondstein. Und dann kommt ein bisschen Jungfrau dazu, weil das ist im Grenzbereich. Und das würde bedeuten, etwas in Ordnung zu bringen. Und damit können wir mit Mondstein als Amulett arbeiten, mit diesem aufladenen Mondeinfluss, Mondenergie. Dann, wie beeinflusst das alles die heutigen Tag oder welchen Bewegungen sind noch, welchem Sternen wirken im heutigen Tag? Sonne. Die Scheinbewegung, die Sonne, wie ich schon sagte, ist in Tierkreiszeichen Stier. Der Sonne bekommt Einfluss von Charatan und Mesartim. Charatan und Mesartim bedeutet Neuanfang. Früher war hier die Frühlingspunkt. Die Mondenergie sagt aber noch nicht beginnen, weil wir wissen nicht, was kommt und wird unerwartete Ereignisse kommen und das wirft unseren Plan um. Aber diese Vorbereitung, die Richtung bestimmen, hilft dieser Charatan und Mesartim. Und da haben wir mal die Klarheit. Was ich immer sage, wir sollen in die Richtung schauen, wo wir gehen. Venus ist die Liebesplanet, ist noch im Tierkreiszeichen Stier, aber übergeht jetzt im Tierkreiszeichen Zwillinge. Und weil besonders die Männer haben starke Sehnsüchte zurzeit und das natürlich hat einen Einfluss auf die Liebesleben, möchte ich auch die Liebesplanet ansprechen. Welchen Einfluss bekommt die Liebesplanet Venus? Alkyone bestrahlt die heutigen Venus-Energie, wirkt auf die Liebe. Alkyone befindet sich bei Plejaden, das sind die sieben Geschwister und die sind die Töchter von Atlas. Alkyone bedeutet übersetzt die Königin, der die Böse stürzt. Das heißt, diese Energie, das Böse zu stürzen, wirkt auf unserem Liebesleben. Wer ist diese Böse, was wir stürzen sollen? Haben wir vielleicht eine Rivalin und brauchen wir gerade einen Sieg? Aber wir sollen im Lieben nicht kämpfen, sondern eher im Vertrauen bleiben, im Vertrauen an die göttliche Ordnung, Ursache und Wirkung und dass wir Glück haben in die Liebe, Partnerschaft. Ich würde eher das Böse zu stürzen, eher unseren eigenen Gefühlen ansprechen. Das heißt nicht, dass wir böse sind, aber es gibt Gefühle, die uns schaden,
weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben und das spüren wir auch in der Liebe-Partnerschaft, weil das macht uns unbeweglich. Das hemmt uns, das sind die Blockade. Da sind Gefühle wie Eifersucht, Neid, Schuldgefühl, Zweifel und Angst. Von diesen Gefühlen sollen wir uns befreien und dabei unterstützt uns diesem Stern Alkyoni. Dann haben wir dieses Böses, was nicht die richtige Wort dafür ist. Ich würde eher sagen, diese Hindernisse überwinden. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und bekommt einen Einfluss von Algenubi. Diesem Stern Algenubi befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, das ist der Kopf der Löwe. Und das sagt aus, Gedanken machen über etwas. Alphard bestrahlt auch die heutigen Mondbewegung. Und Alphard befindet sich bei Hydra und Hydra ist die Wasserschlange. Oft bedeutet das eine Lüge, entweder eine Lebenslüge, weil wir im falschen Weg sind, aber wir wollen es nicht wahrhaben oder sehen. Kann auch bedeuten, dass wir eine Lüge hören im heutigen Tag. Ob das im Privaten ist, kann auch passieren oder in Medien, natürlich ist es auch möglich. Und ich möchte die Geschichte von Hydra erzählen. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, hier ist der goldene Becher und flieg zu Wasserquelle und bring frische Wasser zum Zeus. Aber beeile dich. Die Rabe hat das versprochen. Unterwegs findet der Rabe einen Feigebaum und hat Lust gehabt, aus diesem Feige zu essen. Aber das war noch nicht reif. Der Rabe wartete, bis die Feigen reif waren und erst dann ist weiter geflogen und hat frische Wasser geholt von der Quelle für Zeus und kam zurück. Apollo, der Sonnengott, fragte dann den Raben, wo warst du denn so lange? Ich habe dir gesagt, du sollst doch beeilen. Und die Rabe sagte dann zum Apollo, ja Apollo, ich kann nichts dafür. Die Wasserschlange sperrte mir den Weg, deswegen kam ich etwas später. Apollo hat erkannt, dass der Rabe lügt. Und hat im Himmel gesetzt und vor dem Rabe ist der goldene Becher und auch Hydra, diese Wasserschlange, damit die Rabe immer auf diesem Lüge erinnert. Und was ist diese Hydra, diese Wasserschlange? Diese Hydra, diese Wasserschlange, lebte im Sumpfgebiet und war giftig. Und Herkules musste einige Aufgaben bewältigen. Und Herkules, eine von diesen Aufgaben war, diesem Wasserschlange zu töten. Aber Hera magte nicht Herkules. Warum? Hera war die Ehefrau von Zeus. Und Zeus liebte schöne Frauen. Und so kam auch, dass durch eine Affäre ein Kind geboren wurde und dieses Kind war Herkules. Zeus wollte, dass Herkules stark und kräftig wird. Und Zeus nahm diese Neugeborene, diese Baby, und schmuggelte zu seiner Ehefrau Hera im Bett, damit dieses Baby, dieses Kind, von diesem göttlichen Milch von Hera bekommt. Also das Baby saugte den Milch von Hera und Hera wachte auf und plötzlich sieht diese Baby im Bett und sie wusste ganz genau, dass ihre Ehemann Zeus
von einer anderen Frau, diese andere Frau hat dieses Kind bekommen, und Hera wurde wütend und schleuderte Herkules raus. Und so wie Herkules dann sich bewegt hat oder wie das ausgeschleudert wurde, entstand die Milchstraße. Und das ist unsere Galaxie, weil unserem Sonnensystem, auch unserem Planet Erde, befindet sich in diesem Galaxie der Milchstraße. Und das ist die Geschichte dazu. Das ist die Muttermilch von Hera, aber der Sohn Herkules war nicht ihren eigenen Sohn, sondern das hat Zeus dann im Bett geschmuggelt. Und das ist diese Milch von Herkules. Später, wo Herkules groß wurde und wurde ein Held, unbesiegbar, hat natürlich Hera war immer noch eifersüchtig auf Herkules und wollte Herkules besiegen. Und Herkules Aufgabe war, eine von vielen Aufgaben, diese Wasserschlange, diese Hydra zu töten. Aber das war gar nicht einfach, diese Hydra zu töten, weil die Geschichte erzählte, wenn man einen Kopf, diese Hydra, diese Wasserschlange, hat viele Köpfe gehabt. Und wenn ein Kopf abgeschnitten wurde, dann wuchs zwei neue Köpfe. Also war diese Wasserschlange unbesiegbar. Und dann kam die Krebs auch, das hat natürlich Hera geschickt, die Krebs soll auch helfen, und diese Herkules zum Beißen, natürlich die Krebs hat Herkules gebissen, aber trotzdem hat Herkules diesen Sieg gehabt über die Wasserschlange. Er hat einfach Feuer genommen und dieser Wundeschnitt, wie dem Wasserschlange den Kopf abgeschnitten hat, das hat mit Feuer natürlich zugemacht. Und so erreichte Herkules, dass keine neuen Köpfe gewachsen sind. Und das war der Sieg Herkules über diese Wasserschlange. Und das ist die Geschichte dazu. Und das ist die Wasserschlange, was heute einen Einfluss hat, diesem Sternbild auf unserem heutigen Tag. Weil Mond nimmt die Energie auf und reflektiert uns weiter. Und hier handelt es sich um Lügen, das symbolisiert die Rabe und diese Geschichte dazu. Und vielleicht auch die Wasserschlange vermittelt auch uns etwas, Sieg über etwas. Alphafera bestrahlt auch die heutigen Mondbewegungen, das ist die Mähne der Löwe und das bedeutet etwas im Glanz zu bringen oder zum Friseur zu gehen. Natürlich, das eignet sich auch ganz gut, wenn Mond im Löwe bewegt, das kräftigt die Haare. Und Alyabhak bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das ist eine Fragezeichnen, über etwas Frage zu stellen. Und wie beeinflusst die ganze Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Stiergeborenen wahrgenommen werden. Diese Bedürfnis haben die Stiergeborenen. Auch nach Klarheit und Orientierung. Und die Stiergeborenen wollen auch etwas in Ordnung zu bringen, weil Venus, diese Liebesenergie, ist immer noch hier bewegt. Also Thema Liebe, Partnerschaft ist immer noch wirksam bei den Stiergeborenen. Und hier mit dem Einfluss von Alkyone ist wichtig, Sieg über das Böse, aber das kann dieser Sieg sein auch bei unseren eigenen Gefühlen diesen Sieg haben, dass wir unsere Ängste oder unseren Zweifel überwinden sollen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen in der nächsten Zeit bewegt sich hier den Liebesplanet. Das bedeutet, dass in der kommenden Zeit wirkt hier bei Tierkreiszeichen Zwillingen und wird auch ein wichtiges Thema sein, Liebe, Partnerschaft. Die heutige Mondeinfluss wirkt auch sehr gut für die Zwillingsgeborenen, weil sie können gerade orientieren, aber wie ich schon sagte, ich noch nicht
beginnen, noch nichts beginnen, weil es ist auch möglich, unerwartete Ereignisse, und damit können auch die Zwillingsgeborenen rechnen. Die Zwillingsgeborenen haben auch die Bedürfnis wahrgenommen werden, ist auch ein Aufstieg, und sie werden in die nächste Zeit wirklich Respekt bekommen, sie werden wahrgenommen und Anerkennung bekommen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur. Wichtiger Thema auch Liebe, Partnerschaft. Und jetzt kommt auch die Leichtigkeit in die nächste Zeit. Was für die Krebsgeborenen wichtig ist, wo setzen sie ihren Kraft ein? Wenn das zu viel ist, verlieren die Krebsgeborenen die Gleichgewicht und fühlen sie sich erschöpft und müde. Sie brauchen auch Ruhe. Die Gespräche können unangenehm sein. Also es ist nicht gut, jetzt gerade klärende Gespräche zu führen oder einen Vertrag unterschreiben, weil das kann zu Missverständnissen führen, zum Ärger führen oder wenn es um Finanzen geht, auch zum Geldverlust führen. Lieber warten für einen besseren Zeitpunkt. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sie sich innerlich unsicher. Die zweifeln an etwas. Oder es ist nicht einfach momentan eine klare Entscheidung treffen. Die Löwengeborenen sollen diese inneren Unsicherheit, Zweifel überwinden, diese Gefühle. Und Entscheidungen brauchen sie nicht treffen, weil das läuft eh anders, wie wir das heute planen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen werden erleben, dass sie mehr Glück haben in die nächste Zeit, in die Liebe, Partnerschaft, und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten, unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren immer mehr die Kraft, des inneren Kraft, die schöpferische Kraft, und sie möchten etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren. Oder fangen Sie etwas Neues an. Aber heute ist nicht das richtige Augenblick starten, sondern abwarten für den Tagen. Dann kommt die Mondbewegung, ist dann bei Tierkreiszeichen Jungfrau in die kommenden Tagen. Dann wäre der richtige Augenblick auch zum Handeln. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtiger Thema Liebe, Partnerschaft. Und in der nächsten Zeit werden die Wagengeborenen auch Glück haben. Da kommt etwas in Bewegung. Viele Wagengeborenen fühlen sich beengt im Arbeitsplatz. Sie haben das Gefühl, es geht nichts voran. Oder sie fühlen sich gefangen im Arbeitsplatz und wünschen sich eine berufliche Veränderung. Das kränkt auch regelrecht einigen Wagengeborenen. Also es lohnt sich, Gedanken machen, was wäre die Berufung, wo liegt es, welche Richtung sollen sie sich bewegen, aber noch nichts starten, auch keine Gespräche führen, auch keinen Arbeitsvertrag unterschreiben, erstmal abwarten, was kommt jetzt in die Tagen, und dann orientieren, beruflich orientieren. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, ist auch wichtig, auf anderen zuzugehen, aber in die nächste Zeit wird auch die berufliche Situation auch wichtig. Viele Skorpiongeborenen können damit rechnen, dass etwas kehrt zurück von Vergangenheit. Kontakte, Gespräche von Vergangenheit, das kann die Liebe, Partnerschaft betreffend sein, aber auch die berufliche Situation, dass wieder ein Angebot kommt von jemandem, wo man von der Vergangenheit schon kennt. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig und es wird auch in die nächste Zeit sein, die Liebe, Partnerschaft. Und da brauchen die Schützengeborenen die Gleichgewicht. Das trifft vielleicht nicht heute, aber das wird die Energie sein in die nächste Zeit. Das heißt, auf anderen zuzugehen, Gefühlen zeigen, aber nicht aufopfern, sondern das Ausbalancieren im Gleichgewicht halten. Und diese Energie beginnt jetzt bei den Schützengeborenen. Bei Tierkreiszeichen
Steinbock geboren sind viele Themen zurzeit. Die Steinbock-Männer haben Sehnsüchte und wünschen eine stabile Partnerschaft. Sie spüren das auch. Die denken auch viel nach die Vergangenheit. Es kommen auch viele Erinnerungen. Aber etwas bremst, besonders die Männer, die Steinbock-Männer. Die trauen das nicht zu. Oder sie glauben dieser Liebe nicht, weil sie sagen vielleicht, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient, das ist alles so hoffnungslos. Entsteht ein Hin und Her, besonders bei den Steinbock-Männern bezüglich Liebe, Partnerschaft. In anderen Bereichen wie die beruflichen Situation entsteht auch eine gewisse Unsicherheit oder Zweifel und diesen Gefühlen sollte man überwinden. Hier bei rückläufiger Pluto, rückläufiger Saturn gerade im Steinbock und noch die Lilith-Energie und noch die Mars-Energie löst vieles aus. Und diese Rückläufigkeit kann auch karmische Themen hervorrufen oder die Vergangenheit, Kontakte von Vergangenheit oder Erinnerungen. Also etwas, was die Steinbock-Geborenen noch anschauen, zurückblicken in die Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen, hier bewegt sich die absteigende Mondknoten und das symbolisiert die alte Karma. Natürlich trifft das die Wassermann-Geborenen Erinnerungen oder karmische Begegnungen, ganz klar. In die nächste Zeit wird auch sehr wichtig sein, die Liebe, Partnerschaft und das ist eine fließende Energie. Es ist vielleicht nicht heute, aber das ist zum Erwarten in die nächste Zeit. Und bei die Wassermann geboren ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft wichtig, sondern auch die beruflichen Erfolg. Und da sind die Wassermann geborenen auch wahrgenommen. Wo die Wassermann geborenen achten sollen, das ist die inneren Gleichgewicht. Die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren können endlich aufatmen. Es ist ein Aufstieg und sie sind auch wahrgenommen. Sie haben zurzeit auch gute Chancen, beruflich erfolgreich zu sein. Oder intuitiv handeln in Richtung Spiritualität oder etwas gründen oder in einer Gruppe von Menschen aktiv zu sein, da etwas zu bewirken, wie ein Verein oder eine Partei und da diese Kontakte zu pflegen, Freundschaften knüpfen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen spielt sich alles im Geheimen ab. Entweder sind Geheimnisse, was die Wiedergeborenen zurzeit interessiert, oder sie sind eher zurückhaltend und brauchen sie diesen Rückzug. Handelt sich auch oft um Gespräche, geheime Gespräche, weil entweder haben sie Geheimnisse oder sie erfahren etwas und schauen hinter den Kulissen, hinter den geschlossenen Türen, was haben sie erzählt, was für Gespräche laufen im verschlossenen Türen. Also es handelt sich viel um Gespräche und um Geheimnisse, aber auch Rückzug. Viele Wiedergeborenen brauchen auch gerade diese Ruhe und neigen auch zum spirituellen Richtung oder Meditation, suchen neue Wege, neue Aufgabe. Und das war mein Tageshoroskop. Ich erwähne noch die Blitzberatungen, es sind E-Mail-Beratungen. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, heißt auch Blitzberatung. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.